Liebe Frau Schamach, liebe Anwesende, wir sind hier heute in der Hildesheimer Jugendklinik zusammengekommen, um Frau Schamach den Nancy-Schulz-Preis 2014 zu überreichen. Bevor ich Ihnen die Gründe erläutere, warum gerade Sie diesen Preis bekommen, möchte ich aber noch ein bisschen was über den Hintergrund des Preises sagen, beziehungsweise wo der denn herstammt. Wir, der Zebra-Kitzelfonds, sind gemeinnütziger Verein, der MSV-Szene entstanden und sorgen schwerpunktmäßig dafür, dass soziale nachteilige Kinder auch die Spiele des MSV sehen können, dass sie mit Fanartikeln ausgestattet werden, etc. Also Geschichten, die sie sich ansonsten auch wahrscheinlich gar nicht leisten können. Arbeiten mit vielen Kinderheimen und anderen sozialen Institutionen, sondern auch in guten Kreisen. Ja, schön. Ja? Ja. Und sind da also aktiv. Und Nancy Schulz, also die Namensgeberin des Preises, war eine lange Zeit Vorstandsmitglied bei uns, war auch meine Lebensgefährtin bei Nancy nebenbei erwähnt. Und ist im Jahr 2012 an Krebs verstorben, hat aber wirklich bis zum Schluss, also selbst mit dem Tod vor den Augen noch für diesen Verein gearbeitet und geschuftet und geackert. Aus dem Krankenhaus heraus, vom Krankenbett heraus. Und wir wollen natürlich mit diesem Preis auch an dieses Engagement letztlich erinnern. Wir haben mit diesem Preis ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Da werden Sie nachher noch mit Ihrer Kontoverbindung fragen. Das haben wir jetzt nicht in Bar mitgebracht. Das steht Ihnen frei zur Verfügung. Ja, das ist nicht zweckgebunden. Was Sie damit machen, ist völlig Ihres. Ob Sie sich neu einkleiden, ob Sie jemanden unterstützen wollen, ja, das bleibt Ihnen völlig frei überlassen. Und wir wollen damit eben wirklich Ihr soziales Engagement würdigen. Ja. Sie als Privatperson, es geht weniger jetzt um den Verein, sondern wirklich um die Monika Schamach. Ja. Und wir halten es eben auch für wichtig, einzelne Leute mal herauszuheben und zu zeigen, guck mal hier, das ist wirklich ein leuchtendes Beispiel für soziales Engagement. In der Begründung unseres Vorstandes, warum sie den Preis bekommen, heißt es, ich zitiere das mal, Frau Monika Schamach setzt sich seit Gründung des Kind- und Krankenhausfördervereins im Jahr 1995 aktiv und in überdurchschnittlichem Maße für das Wohl des Vereins und damit auch für das Wohl der hiervon profitierenden Kinder ein. Seit 2012 leitet Frau Schamach als Vorstandsvorsitzende die Geschicke des Vereins und hat gemeinsam mit ihren Mitstreitern zahlreiche Erfolge zugunsten ihrer Zielgruppe erreichen können. Sei es die Anschaffung notwendiger Geräte im Klinikbereich, die Einrichtung von Eltern-Kind-Zimmern, die Errichtung eines Kinderspielplatzes oder auch die in der Presse oft diskutierte Uniklappe. Frau Schamach besticht in ihrem Engagement durch ein zielorientiertes Handeln, aber nie im Alleingang, sondern immer unter Einbeziehung aller Beteiligten. Durch die Nutzung ihres großen sozialen Netzwerkes erreicht sie optimale Ergebnisse für den Erfolg von KIK und opfert einen großen Teil ihrer Freizeit, damit es vielen Kindern ein kleines Stück besser geht. Zahlreiche Aktionen tragen hier bei ihrer Hand, ob die Ausrichtung der Meiderlicher Hahnwelle, Kinderfeste hier auf dem Klinikgelände oder wie zuletzt diese bekannte Teddy-Aktion, die sie gemeinsam mit dem Bunten Kreis betrieben haben. Das alles trägt ihre Handschrift. Und deswegen, liebe Frau Schamach, sind wir der tiefen Überzeugung, Sie halten den Nancy-Schulz-Preis absolut zu Recht. Wir freuen uns, dass nämlich irgendwer diesen Preis jetzt übergeben wird, sondern die kleine Schwester von Nancy, Sarah Schulz, die in dem Preis und auch symbolisch den Scheck des Preisgeldes jetzt verreichen. Schon mal von mir. Lassen Sie mich. Liebe Frau Schulz, vielen herzlichen Dank. Einmal der Scheck, da habe ich mich dann bei Hugo gleich. Das ist ja ganz was. Ja, ganz, ganz niedlich. Vielen herzlichen Dank. Momo, noch Küsschen. Ja, Monika, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Peter. Da muss ich jetzt gleich nochmal anschließen. Ja, also das, was Sie gesagt haben, das stimmt absolut. Monika Schamach ist Kopf, Herz und Seele von diesem Verein. Sie lebt das, ohne das gäbe es das nicht. Und Monika verkörpert eine Duisburger und Bürgerin, also wie man das wirklich mal als Vorzeigeperson sagen kann. Nein, das ist so, Monika. Das stimmt, das ist eigentlich nur einfach so. Und ich erlebe das ja, viele kriegen nur winzige Kleinigkeiten davon mit, was letztlich übrig bleibt. Ich glaube, jeder, der sowas macht, der weiß, dass man 100 Sachen anstoßen muss, damit eine davon am Ende zum Erfolg wird und übrig bleibt. Und du stößt 500 an, das ist was übrig bleibt. Und es bleibt jede Menge übrig, da kann man sich vorstellen. Man braucht nur eine Idee zu äußern, dann hat Monika schon die SMS und die Mails dazu geschrieben und schon 5 Leute angerufen und sagt, den und den, und da versuche ich das mal, das sind ganz tolle Menschen. Schon eine ganz tolle Idee für 20 Jahre. Sie nutzt ihr Netzwerk als eine Duisburgerin, wie man, ich glaube, das kann man einfach nicht nochmal hinkriegen. Insofern, ich
kann nur sagen, ich glaube, Sie haben genau die richtige Wahl getroffen, Monika. Vielen herzlichen Dank. So an. Ganz toll und mit so vielen Vorsitzenden, Freunden hier von Zebra Kids. Also vielen lieben Dank, dass Sie den Weg in die Klinik gefunden haben und hier vor Ort zu sein. Und ja, das freut mich sehr. Also ich weiß, dass es allen hier zugute kommt. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Bei uns nur, machen Sie so weiter. Ja, danke. Wir sehen aus der Klinik und aus diesen Dingen ja immer das eine Ende sozusagen von dem Bereich. Und über solche Kontakte ist es immer besonders schön zu sehen, wie viel in so einer großen Stadt an ganz verschiedenen Stellen von verschiedenen Seiten für Kinder gemacht wird und für auch benachteiligte Kinder gerade. Und das finde ich immer ganz besonders toll, wenn sich dadurch Kreise wieder schließen. Und das gibt einen Mut und Kraft. Und auch eben dafür zu sehen, es geht an vielen Stellen gut weit. Und dann eben auch dafür, finde ich toll. Haben Sie dafür vielen Dank und machen Sie weiter. Und wir brauchen den MSV, wir brauchen einen erfolgreichen MSV. Ja, genau.